So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64. Wir haben mittlerweile 31 Sterne, denn ich habe die 100 Münzen auf Bibberberg Bob geholt, offscreen. Und ja, heute wollen wir den ersten Bowser bekämpfen. Dafür müssen wir erstmal diese Sternentür öffnen. Genau. Und die mystische Kraft öffnet die Tür. Ganz genau. Insgesamt gibt es drei Bowser-Welten. Und das hier ist die erste. Bowsers Schattenwelt. Genau. Außerdem gibt es hier 8 rote Münzen zu holen. Die hole ich natürlich auch. Denn dafür gibt es jeweils einen Stern. Was, denke ich, Sinn macht. Und ich fall direkt mal in den Abgrund. Ja, moin. Egal. Ich gehe trotzdem nochmal rein. So, schwupps. Genau. Und ich hoffe, dass mich diesmal der Flammenwerfer nicht anzündet. Genau. So. Okay, komm schon. Jawohl. Und schnell hier weg. Genau. Da war ich vorher nicht schnell genug mit dem Flammenwerfer. So, dann gibt es hier hinten noch eine rote Münze. Genau. Wie gesagt, insgesamt gibt es hier 8. Was, denke ich, auch logisch ist. Ne? Genau. So. Und ja. Dann kürzen wir hier mal gekonnt ab. Ich denke, die Abkürzung dürfte euch allen ein Begriff sein. Ne? Die ist eigentlich recht bekannt. Und ja, wie geht's euch, Leute? Mir geht's sehr gut, denn ich habe jetzt Ferien. Habt ihr bestimmt auch schon, oder? Ich würde mal schätzen, dass jetzt so ziemlich alle Bundesländer Ferien haben. Ich meine, ne? Weihnachten ist ja echt nicht mehr weit. Heiligabend ist am Montag, glaube ich. Und ja, ne? Genau. Dann dürften jetzt so ziemlich alle Bundesländer Ferien haben. Die einen haben ja immer früher, die anderen später. Baden-Württemberg gehört ja meistens zu den späteren Ferien-Bundesländern, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ihr wisst jedenfalls, was ich meine, ne? Also wir in Baden-Württemberg, wir haben meistens später Ferien, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Dafür hat ja jeder so ziemlich gleich lang Ferien. Genau. So. In Italien zum Beispiel, da finde ich es echt nicht gut. Da hat man fast keine Ferien. Bloß im Sommer dann 3 Monate oder so, glaube ich. Und das ist echt nicht schön, ne? So. Da braucht man ja schon ab und zu ein bisschen Auszeit. Nach Schulanstrengung, ne? Genau. Also klar, das Berufsleben, das wird definitiv schwerer sein. Aber, ne, Schule ist auch anstrengend. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Genau. Und hier haben wir 8 rote Münzen erfolgreich gesammelt. Jetzt möchte ich noch den Stern erfolgreich haben. Genau. Aber der ist ja eh hier oben. Da kann ich ja sowieso nicht mehr viel verkacken. Genau. So. Und schwupps, genau. Here we go. Und dann können wir den Spielstand speichern und zu Bowser. Genau. So, Bowser, wie geht's dir, du alte Sau, du? Geht's dir gut? Na? Tja, Mario, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch so bald nicht sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen, keine Wurst. Und wenn, dann mit Ketchup drauf oder irgendwas. Genau. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen, ja? Weil ich bin größer, ja? Ja, ist okay, Bowser. Aber ich bin trotzdem der Klügere von uns, ne? Und deshalb flieg doch einfach mal so schön in eine Bombe rein. Genau. So, und wen nennst du jetzt hier Wurst? Mich? Also da lügst du ein bisschen. Offensichtlich war ich ein wenig unachtsam.
Aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben. Bestimmt. Ja, nämlich Mario. Aber beim nächsten Mal halt mit mehr Sternen. Also so gesehen, ja, schon ein anderer Sieger. Da hast du recht. Und witzig war ja auch im letzten Part, beziehungsweise Mats fand das, dass man den Pinguin einfach runterwerfen kann und die Mutter juckt's einfach nicht. Das stimmt. Das ist schon echt witzig. Ja, also sind wir ehrlich. Ja, das hat jeder von uns, glaube ich, schon mal gemacht. Einfach das Baby genommen und runtergeschmissen. Ich meine, die Mutter tut ja nichts dagegen. So, die lässt es einfach zu, dass ihr Baby so die Klippe runtergeschmissen wird. So, ja, ich hab's jetzt wieder, aber ja, egal, wenn ich es nochmal verliere, ist ja nicht schlimm. Genau. Und ja, jetzt steht jedenfalls die fünfte Welt offen. Genau, hier im Schlossgarten. Nämlich Big Boos Burg. Die Welt befindet sich in dem Käfig hier und nicht in einem Gemälde. Aber an sich, ja, ne, ist ein ganz normaler Kurs. Genau. Und ja, das ist die Geisterwelt des Spiels. Ne, wir haben hier diese Villa, diese Burg und dieses unscheinbare Klavier, was uns beißen will. Genau. Ja. Und wir müssen jetzt jedenfalls ein paar Buhus töten. So. Genau. Die kommen hier nämlich aus der Wand hinaus. Und dann meckern die rum mit ihrem großen Bruder. Und gegen den werden wir nachher kämpfen, wenn wir alle Buhus hier beseitigt haben. Genau. Der meckert dann, was hast du mit meinen Geschwistern getan? Das geht doch nicht. Genau. Und ja, ich hoffe, wir können diese Welt heute sogar noch so weit komplettieren. Also einen Stern können wir sowieso noch nicht holen. Aber sonst würde ich ganz gerne alle Sterne kriegen. Kann ich den kriegen, den Buhu? Ja, kann ich. Der war ziemlich knapp am Geländer. Ne, genau. Aber Hauptsache, wir haben ihn gekriegt. Genau. So, komm schon. Ups, ich glaube, das waren jetzt alle. Genau. Und ja, der große Bruder, der ist ja ganz einfach Big Boo. Kann man sich eigentlich erahnen. Genau. Und den müssen wir dann ein paar Mal bashen. So. Ups. Jawohl. Ah, komm schon. Und hier. Nummer 2 und Nummer 3. Jawohl. Und dann spawnt auch schon der Stern da oben. Und eine Treppe fährt aus dem Boden hinaus. Genau. Eigentlich ein ganz simples Prinzip. Genau. Und Big Boo werden wir auch noch öfters in dieser Welt sehen. Ich glaube 3 oder 4 Mal. Ne, 4 Mal nicht. 3 Mal. 3 Mal kämpft man gegen Big Boo hier in dieser Welt. Genau. Aber ansonsten mag ich diese Welt sehr gern vom Aufbau. Ne? Ich denke, das war auch ein bisschen ein Ansporn für Luigis Mansion. Diese Welt hier. Genau. Das erste Spiel auf dem GameCube war ja Luigis Mansion. Und ja, ne? Also ich denke mal, als Nintendo hier dieses Geisterlevel erschaffen hat, haben die vielleicht schon ein bisschen im Vorhinein gedacht? Und haben Luigis Mansion vielleicht schon recht zeitnah kreiert? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ja, ne, genau. Hier müssen wir jedenfalls nochmal Buhus bashen. Die kommen wieder aus der Wand hinaus. Und schwupps. Und du auch. Genau. Und du auch. So, und dann kommt wieder Big Boo aus der Wand. Und den bashen wir auch noch mal 3 Mal. Genau. Sonst kann der ja eigentlich nicht viel mehr, ne? Außer, dass er halt 3 Gegentreffer einstecken muss.
Warum hat der Emulator jetzt so Probleme? Lol. Warum hat denn der gerade so geleckt? Egal, nicht schlimm. Nicht schlimm. Hauptsache, hier funktioniert noch alles, ne? Genau. Aber, ja, ne. Ansonsten passt das. Dann haben wir schon Stern Nummer 34. Düdü, jawohl. Besuche Big Boost Karussell, habe ich gemacht. Und da habe ich ihn auch gleich schon gebasht. So, und das nächste, was wir erledigen müssen, ist das Büchereirätsel. Das müssen wir lösen. Oder, ja, wir können auch eine Abkürzung nehmen. Und ich glaube, die nehme ich auch, ne? Einen kleinen Trick gibt's da. So, genau. Wir können nämlich einfach hier hoch, auf diesen kleinen Balkon. Und dann von hier aus kommen wir auch schon ganz leicht darüber, wenn ich's hinbekomme. Da kommt man auf jeden Fall auch rüber. Das hat Nintendo nicht ganz bedacht. Genau. Jetzt müsste ich bloß noch klug genug sein, den Trick auszuführen. Ich glaube, im DS-Teil haben sie dann eine unsichtbare Wand dahin gemacht oder so. Ich glaube, so war's. Aber hier im Original haben sie an die Abkürzung nicht gedacht. Aber ich verkack sie gerade dezent. Ach komm schon. Also dann probiere ich es mit einem Dreiersprung. Ah, komm schon. Warum kriege ich die Abkürzung jetzt nicht hin? Vorführeffekt oder was? Normal kriege ich sie immer hin privat. Jetzt ohne Witz. Jetzt ohne Witz. Normal kriege ich sie immer hin. Jetzt natürlich nicht, wenn ich hier in der Aufnahme bin. Ich mache das Büchereirätsel nicht. Das könnt ihr vergessen. Das wäre ja der normale Weg. Sehe ich denn so aus, als ob ich normal bin oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich normal aussehe. Ach komm schon. Jetzt ohne Witz. Was ist denn das hier? Mach doch einfach die scheiß Abkürzung. Alter. Ach komm schon. Jetzt bleibt ihr so komisch am Geländer hängen. Okay, ein, so. Sonst mache ich mal so. Ah, Mann. Dann bleibt ihr am Geländer hängen. So, geht doch. Das war mal wieder, ja, Vorführeffekt. Mehr sage ich dazu nicht. In der Zeit hätte ich das Büchereirätsel auch gelöst. Das ist auch nicht sonderlich schwer. Aber, ja, ich bin cool. Ich mache einfach hier die Abkürzung nach 100 Versuchen oder so. Genau. Und ja, dann sammeln wir als nächstes die 8 roten Münzen. Die 8 roten münzigen Münzen, genau. So. Die sind auch in den verschiedenen Räumen verteilt. Also auch nichts Besonderes eigentlich. So. Dann sind hier in dem nächsten Raum, glaube ich, 2 Stück. So. Komm schon. Jawohl. Nice. Und schwupps. Ah, komm schon. Schnapp's dir. Jawohl. Genau. Dann haben wir schon 3. Ich weiß gar nicht, war in dem Raum eine drin? Ich glaube nicht. Nee, aber oben drüber in demselben Raum. Oben drüber war eine rote Münze. Genau. Und hier war auch keine. Genau. Ich habe die Räume nicht ganz im Kopf. Aber das passt schon. So. Soll ja auch nicht zu schnell gehen hier. Mit den Sternen. So, und dann dürften oben noch 4 Stück sein. Genau. Zum einen natürlich, wie schon gesagt, in dem Raum hier. Genau, wir sind jetzt praktisch über dem Auge. Wir können auch da runterspringen, dann landen wir in dem Raum. Mache ich jetzt aber nicht. Ne, bloß, dass ihr da Bescheid wisst. So, und dann sind... Ah, ne, nicht hier. Aber... Warte, wo war der Raum jetzt? Hier waren auf jeden Fall noch
welche drin. Also eine. Hier war noch eine drin. Genau. Eine rote Münze. Und dann in irgendeiner Tür waren noch zwei. Genau. So. Geh schon hoch. So, genau. So, welche war das jetzt? War das die Tür hier? Nein, da war ich schon drin. Als ob ich jetzt nicht die richtige Tür finde. Hä? Sag mal, bin ich jetzt komplett verblödet? Ach, hier stimmt der Raum. Der Raum war das. Ja, ja, ja. Okay. Ja, passt schon. Ich war gerade dezent verwirrt. Aber okay, passt schon. Passt schon so, genau. Dann können wir hier auf jeden Fall den Stern einsammeln. So, schwupps. Und ich würde sagen, einen machen wir noch den in diesem Part. Genau. Und ja, dann passt das auf jeden Fall. So, Nummer 36, genau. Und dann holen wir aber noch Nummer 37. Genau. So, hier klettere auf Big Boos Balkon. Das mache ich jetzt. Genau. Und schwupps. So. Das ist auch nicht sehr weit. Das ist auch einfach bloß hier oben. Genau. Big Boos Balkon. Und ja, den Stern können wir auf jeden Fall noch machen. Die 100 Münzen mache ich dann wieder offscreen aufs nächste Mal. Und die letzte Mission in Big Boos Burg können wir eh noch nicht machen. Zum aktuellen Zeitpunkt. Da brauchen wir noch eine bestimmte Fähigkeit. Genau. Aber die kriegen wir auch in nicht allzu ferner Zeit. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt hier hoch und sammle mir hoffentlich gemütlich den Stern ein. Jawohl, das sieht doch gut aus. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Das ist alles kostenlos und unterstützt mich sehr, ist aber dennoch keine Pflicht. Und ja, dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen. Und das nächste Mal gehen wir in den Keller. Tschüss!